Herzlich willkommen hier aus der Domstadt bei der Viktoria aus Köln, dem aktuellen Tabellenführer der Regionalliga West. Heute ist der Rückrundenauftakt, der 18. Spieltag. Wuppertal ist zu Gast. Wer erinnert sich nicht an das erste Heimspiel in der Regionalliga vor über 5700 Zuschauern und Erzschneider Dogmus mit dem Treffer zum 3:3 in der Nachspielzeit. Trainer Stefan Vollmerhausen hat heute auf drei Positionen geändert. Hinten rechts wird Enes Topal für Pütlik in die Partie kommen. Rechts davor wird Silvio Pagano in der Startelf zu finden sein und Babacan Bengel ist auf der Innenverteidigerposition ausgewechselt. Dafür spielt Tristan Duschke. Das sind die Highlights bei WSV TV. Viktoria Köln gegen Wuppertal SV. Yeah!
wussten vorher, dass es hier schwer ist, was zu holen. Und dann nach dem Spielverlauf natürlich sehr unglücklich, muss man einfach sagen. Viktoria hat natürlich eine klasse Mannschaft, aber da waren ein paar Schiedsrichterentscheidungen. Ich denke, mein Foul war ganz davor im 16er. Dann wird Ali umgetreten, ist eine ganz klare rote Karte und Elfmeter. Und dann kann so ein Spiel anders laufen. Aber unter Strich hast du 5-1 verloren. Die Standards machen sie natürlich auch gut rein. Wunderlich mit einem schönen Freischuss noch. Ja, was sollen wir jetzt drum herum reden? Können wir nicht mehr ändern. 5-1 verloren. Kai Schwertweger, 5-1 beim Tabellenführer heute verloren. Von den Toren her dann doch ein bisschen zu hoch ausgefallen in ihrer Lage heute. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Wir haben durch 4 Standardsituationen hier meiner Meinung nach auch zu hoch verloren. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, kein schlechtes Spiel gemacht. Oder müssen damit jetzt leben, mit der hohen Niederlage. Und werden uns jetzt nächste Woche konzentrieren auf das Spiel gegen Düsseldorf. Wir haben uns gerade ein paar Szenen schon in der Kabine angeschaut und gesehen, dass da doch einige Fehlentscheidungen drin gewesen sind im Spiel. Nichtsdestotrotz, wie bereitet man sich jetzt auf die kommende Woche vor? Es waren ja auch gerade bei einer Standardsituation doch einige Unsicherheiten zu merken. Ja, wie gesagt, wir müssen das Spiel jetzt abhaken und uns in der nächsten Woche jetzt im Training auf Düsseldorf vorbereiten. Und klar, die Situation zu den Gegentoren, zu den Standardsituationen, da gucken wir uns an und versuchen dann im Training uns zu verbessern und dass wir nächste Woche zu Hause gegen Düsseldorf wieder 3 Punkte holen.